Hallo zusammen, es ist wieder Freitagabend, es ist der 2. Oktober und es ist wieder DAX-Time. Ich mag das ganz gerne, diesen Ausdruck DAX-Time. Spannend war es heute. Spannend war das heute, muss ich wirklich sagen, dass Teflon Donald da Corona bekommt. Also, mein Gott, wer den Schaden hat und Spott und so weiter. Ja. Die Person, die mir am meisten leid tut bei der ganzen Geschichte, ist seine Frau. Die hatte jetzt einen ganzen Tag am Bein, meine Güte. Also mein Beileid für die Frau und trotzdem alles Gute, Mr. Presi. Mal schauen, wie sie damit durchkommen. Vor uns liegt der DAX. Und ihr seht, der ist immer noch in seiner Range. Die Bewegung während der Tage mit 100, 200, 300 Punkten innerhalb kurzer Zeit hin und her, die sind schon erstaunlich. Das kann man als Endanleger so gut wie gar nicht mitnehmen. Aber als Daytrader geht das ganz gut. Ich empfehle in diesem Zusammenhang die Perioden 1 Stunde und 15 Minuten. Also 1 Stunde, außerdem noch 15 Minuten, dass man das miteinander vergleicht. Dann geht es eigentlich ganz gut. So, wir sind innerhalb der Bänder. Die Bänder machen gar nichts, kein frisches Signal. Wir sind unterhalb der 20-Tage-Linie, die bei 12.926 der erste Widerstand wäre für einen Fall, für einen Anstieg nach oben. Wir haben so eine Art Doppelboden hier, einmal, zweimal. Ja, da darf man nicht auf den letzten Punkt gucken. Ich finde das schon, es ist ein Doppelboden. So Dinge haben wir bei verschiedenen Aktien. Müssen Sie mal schauen, für welche Aktie Sie sich interessieren, aber einige haben das gemacht. Bayer war nicht dabei. Dann haben wir hier vom MACD neutral, kein frisches Signal, gar nichts. Genau das gleiche mit dem Oszillator. Handelt um die 50 rum. Also neutral, 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 neutral. Eigentlich alles neutral. Und jetzt gucken wir mal hier, wenn ich jetzt hier mal die Fibos anlege. Das geht so. Zack, ob da irgendwas rauskommt. Das Einzige, was rauskommt, ist, dass bei dem Bereich 12.839, da liegt das 50% Retracement von dieser Bewegung oben von den 12.339 runter, Entschuldigung, von den 13.939 runter zu den 12.339. Das sind diese 1.000 Punkte. Und das haben wir jetzt hier an 4 Tagen hintereinander gesehen, ohne, ja, nennenswert durchzubrechen, sagen wir es mal so. Jetzt sind wir wieder ein bisschen drunter, aber ich finde es insgesamt ganz erstaunlich, wie sich der DAX gehalten hat gegenüber Amerika. Ja, als ob jetzt einer kommt und sagt, okay, jetzt kriegt Amerika mal ein bisschen Probleme, wir wissen nicht, was mit Donald T. ist. Gucken wir doch mal Europa. So kam mir das teilweise fast vor. Allen voran fand ich die Banken recht gut, die Versorger recht gut in dieser Woche und das macht mich insgesamt ein wenig zuversichtlich. Meine Meinung muss ich sofort ändern. Wenn das Low hier von 12.339 mit Schlusskurs unterboten wird, da muss man echt ein bisschen aufpassen, weil je nachdem, wie schnell das geht, ist dann auch die 200-Tage-Linie nicht mehr wirklich eine Hilfe. Aber im Moment ist es neutral. Ich muss wirklich sagen, vor dem Hintergrund eines erkrankten, wie nennt er sich, World Leader, es ist natürlich schwierig, ob da irgendwelche Nachrichten kommen. Aber im Moment würde ich sagen, ich lasse ihn mal ein bisschen laufen, vielleicht noch Kleinigkeit runter, aber er sollte dann wieder hier in die Mitte um die 20-Tage-Linie herum handeln. Ich habe einen Schein mitgebracht. Der eine, für diejenigen, die denken, wer geht relativ flott über die 20-Tage-Linie, das ist dieser hier, das ist ein 11.972er. Ich runde mal leicht. 11.973. Das ist ein Open-End-Schein von Goldman mit der Kennnummer GC6U Emil. GC6UEE. Jetzt gucken wir mal, das hat also ein Hebel von, Zertifikat einen Hebel von 17. Schauen wir mal nach dem Put. Tja, wo lege ich den Put hin? Also wenn ich beim Hebel 17 bin, bei 13.469, das passt eigentlich ganz gut. Da sind wir hier am oberen Band, in der Nähe dieses Alltime, dieses Highs hier. Das passt ganz gut. 13.469, ebenfalls ein 17er Hebel. Und das ist von Goldman Sachs ein Open-End-Schein mit der Kennnummer GF2PF4. GF2PF4. Mal gucken, im Moment drängt sich nichts auf. Also ich finde, dass die Einzelwerten durchaus interessanter sind. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye, ciao.